auch ein bisschen Sparkurs hier. Herzlich willkommen zu unserem Panel Digital Publishing, Erfolg und Ernüchterung im Jahr 2 nach iPad auf den Münchner Medientagen 2011. Eigentlich müsste es ja heißen Erfolg oder Ernüchterung, denn im zweiten Jahr nach der Einführung des Tablet PCs von Apple gibt es erste Erfolge in den Verlagshäusern, wie zum Beispiel bei Axel Springer, mit den digitalen Ausgaben von Bild und Welt. Doch es gibt auch Ernüchterung. Zahlreiche Verlage haben mit ihren Apps viel Lehrgeld gezahlt. Ihre hochgesteckten Erwartungen haben sich bislang angesichts dürftiger Verkäufe nicht erfüllt. Das Jahr 2011 wird in die Mediengeschichte eingehen als das Jahr des Todes von Apple-Gründer Steve Jobs oder vielleicht wird es aber auch eingehen als das Jahr des digitalen Publizierens. Denn der Konsum von Inhalten auf Smartphones und Tablet-PCs wächst exponentiell. Der Massenmarkt steht sozusagen vor der Tür. Die Penetration mit Tablet-PCs soll in 4 Jahren die 20-Millionen-Grenze erreichen, glaubt man jüngsten Marktschätzungen. Das wären dann ungefähr 10-mal so viel wie heute. Und die deutschen Verlage sollen dann in 4 Jahren auch erstmals die Milliardengrenze überspringen. Das Eis scheint zu brechen, doch in die Zukunft wird golden, aber ist sie tatsächlich so golden? Viele Fragen sind offen. Sind die E-Reader und Tablet-PCs tatsächlich die Retter der Printbranche? Welche Preismodelle machen Sinn? Billig oder doch eher Premiumpreise? Wie nachhaltig ist die Nachfrage nach Bezahl-Apps und wie gefährlich ist die Marktmacht von Giganten wie Apple, Amazon oder Google? Viele Fragen, auf die wir heute Nachmittag eine Antwort suchen wollen. Ich darf recht herzlich hier auf dem Panel begrüßen, ganz rechts außen, Wolfgang Bauriedel. Er ist Partner der Unternehmensberatung Oliver Wyman, lebt seit 16 Jahren in Boston und arbeitet dort als Leiter der Information Technology and Operations Practice in den USA an der Schnittstelle Medien, Telekommunikation und Technologie. Zu meiner Rechten Georg Kondjewitsch, er ist seit Januar diesen Jahres Direktor Premium Content, ist das richtig so? Das ist richtig. Ja. Direktor Premium Content der Axel Springer AG. Zuvor war er Geschäftsführer der springertochterhamburg.de und kennt sich in München aus, denn er war früher Redaktionsleiter von München.de. Zu meiner Linken Thomas Henkel, er ist Leiter Unternehmensentwicklung, strategische Strategie und Diversifikation bei Gruner und Jahr, Europas größten Zeitschriftenhaus. Der gelernte Kommunikationswissenschaftler war zuvor bei der Unternehmensberatung Booth & Company bei der Bavaria Film und als Vorstandsassistent bei RTL bei der Holding in Luxemburg. Ja, und ganz links außen, last but not least, John Houseman, President Digital Journalism der News Corporation in New York. In seiner Funktion, die er seit Juni vergangenen Jahres innehat, ist er verantwortlich für das Management neuer Geschäfte im Premium-Digital-Journalismus des Medienkonzerns. Und zuvor war er einige Jahre strategischer Berater des Hollywood-Studios Fox, das ebenfalls zum Imperium von Murdoch gehört. Zuvor war der McKinsey Consultant Geschäftsführer bei Wall Street Journal Europe, also er ist vertraut auch mit der hiesigen Zeitungslandschaft. Warm welcome, Mr. Houseman. Nice to have you here in Munich. Und nun übergebe ich das Wort an Dennis Burger, den Medienexperten und Partner der Unternehmensberatung Oliver Wyman, für die Keynote. Herr Burger, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Siebenhaar. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich trotzdem noch mal ganz kurz sage, dass das uns ganz bewusst war, weil es aus unserer Sicht sowohl Erfolg als auch Ernüchterung gibt im Jahr 2 nach dem iPad. Und genau dieses Spannungsfeld wollten wir halt auch erzeugen und diskutieren. Zunächst einmal, glaube ich, gibt es einen Teilbereich von Digital Publishing, der definitiv ein großer Erfolg war, und zwar ein größerer, als man erwartet hat. Wenn wir uns erstmal anschauen, die Tablet-Verbreitung, und zwar auf der linken Seite haben wir dargestellt die Tablet-Prognosen von Analysten 2010, das ist jeweils der blaue Schätzung aus 2009, das ist der hellblaue Balken, und dann der orange Balken sind Schätzungen aus 2011 für 2010 und für 2011. Da sehen wir, dass für 2011 der Tablet-Verkauf tatsächlich um ein Vierfaches höher geschätzt wurde als noch 2 Jahre vorher. Und das ist natürlich ganz immens. Das liegt natürlich auch nicht irgendwie daran, dass
plötzlich jeder einen Optimismus-Cocktail getrunken hat, sondern eben liegt in erster Linie an dem fulminanten Start des iPad 1 im Jahre 2010, was dann auch das Momentum rübergetragen hat und durch das iPad 2 nochmal beschleunigt hat. Apple und auch die meisten anderen Anbieter sind nicht so freundlich, ihre Zahlen auf die Länder runterzubrechen. Wir haben uns deshalb mal getraut, eine eigene Prognose zu machen. Wir kennen teilweise sehr gut die Zahlen, die auf den Netzwerken von Telekommunikationsanbietern sind. Wir kennen die Datennutzung. Es gibt viele Wege, das zu triangulieren. Und wir glauben, dass wir jetzt hier eine sehr stabile Schätzung haben. Das ist der Tablet-Bestand, also iPad, sowie alle anderen Tablets und Bestand, nicht der Jahresverkauf. Und die Prognose bis 2015 ist, dass der Tablet-Bestand eine Haushaltspenetration von 30% bereits im Jahre 2014 erreichen wird. Und das ist aus unserer Sicht eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung, weil das eine aus unserer Sicht kritische Schwelle ist, ab der dann halt digitale Zeitschriften und Magazine eine kritische Masse erreichen können. Und zwar nicht nur große Titel, wie vielleicht eine Bild oder eine Zeit, Spiegel etc., sondern eben auch durchaus kleinere, nischigere Titel eine kritische Masse haben, um profitabel sein zu können. Frage ist natürlich, viele Leute könnten, wie viele machen denn? Da hat freundlicherweise, herzlichen Dank an den VDZ, vor kurzem der VDZ auch nochmal eine Studie veröffentlicht, auf die wir jetzt hier auf der linken Seite zurückgegriffen haben, aber eben angewandt auf unsere Prognose. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren, dass die Zahlen jetzt hier auf der linken Seite etwas anders sind. Der Grund ist, dass es die Zahlen für Juli sind, also nicht Jahresende. Und der Grund ist, dass wir auf der linken Seite jetzt nur von iPad und nicht Tablets insgesamt sprechen. Wir gehen also davon aus, dass Juli 2011, also vor weniger als vor zwei Monaten, ungefähr 1 Million iPads im deutschen Markt waren. Laut der VDZ-Studie ist es so, dass 70% der iPad-Besitzer auch wirklich digitale Magazine lesen. Und 60% von den 70%, also 40%, und so kommen wir auf diese 441.000, auch das letzte gelesene digitale Magazin bezahlt haben. Das heißt also, wir hatten im Juli 2011 1 Million, die könnten, 700, die machen und 400.000 oder 450.000, die auch tatsächlich dafür bezahlen. Ist ja gar nicht so extrem wenig. Und sicherlich mal ein erster positiver Schritt in Richtung Konsumenten dazu zu bewegen, auch wirklich für die digitalen Inhalte zu zahlen. Schauen wir uns dann aber an, welche Zahlen wir auch wirklich jetzt auf der Verlagsseite vorfinden. Und wir haben jetzt hier uns auf die veröffentlichten Zahlen von Axel Springer bezogen für Bild und Welt. Bild, die in Stückzahl erfolgreichste und auch immer unter den Top 1, 2, 3 Positionen in den umsatzstärksten Applikationen auf iTunes, hatte zum 31. Juli 2011 17.492 verkaufte Exemplare. Wenn ich das jetzt in Relation zu den angeblichen 441.000, die auch wirklich nicht nur digitale Zeitschriften und Zeitungen lesen, sondern die auch bezahlen, kriegt man die zwei Zahlen nicht so richtig übereinander. Insofern ist die Kernfrage für uns und auch heute in der Diskussion, ob und wie man denn diese ganzen Tablet-Nutzer zukünftig auch wirklich dazu bewegen kann, digitale Magazine und Zeitschriften zu lesen und zu kaufen. Aus unserer Erfahrung, und das basiert auf diversen Projektarbeiten, Marktbefragungen etc., muss man sich die Hebel, um eben die Nachfrage nach solchen digitalen Zeitungen und Zeitschriften zu fördern, entlang mehr oder weniger des Kundenerlebnisses, also der Customer Experience, vom Anregen und Aussuchen bis hin zum Bewerten, Empfehlen anschauen. Es gibt
viele einzelne Stellhebel, die man bedienen kann. Und das hier ist nur eine Auswahl von vier, die sich herauskristallisiert haben, als zu den größten Stellhebeln zu sein auf der Demand-Seite, also um die Nachfrage zu fördern. Das ist zum einen, erstmal muss ich natürlich, wenn ich, jeder kennt, wie es ist, wenn man in den Supermarkt geht, kommt man am Kiosk, kommt man am Zeitungs, an der Zeitungsecke vorbei, stöbert ein bisschen rum, liest die Titel und steckt dann irgendwie zwei Magazine und vielleicht noch eine Zeitung ein. Dieses Erlebnis ist weit entfernt von dem, was man heute auf den digitalen Kiosken findet oder was man in iTunes findet. Eine Voraussetzung ist also, um die Nachfrage zu fördern, ist, dass halt diese ganzen Titel auch wirklich leicht und auf eine, aus einer Konsumentenperspektive angenehme Art und Weise gefunden werden können. Das Zweite ist, dann muss ich es auch dem Kunden ein bisschen leichter machen, das auch zu kaufen. Das heißt, das Pricing, das muss passen. Aber es muss auch nicht nur irgendwie passen, um möglichst viele Kunden zu kriegen. Es muss auch passen, damit der Verlag damit Geld verdienen kann und damit der Verlag nicht seine Printausgabe dadurch unverhältnismäßig kannibalisiert. Also hier eine Nachfrage- und profitabilitätsorientierte Preisgestaltung mit Einstiegsangeboten, Abonnements etc. absolut wichtig. Dritter Punkt ist, und letztendlich haben wir alle immer, betrachten wir alles immer mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben über Preis geredet. Der nächste Punkt ist natürlich die Leistung. Was kriege ich für den Preis? Was kriege ich in dieser Applikation? Und sie muss halt eine deutliche Print Plus, wie wir es sehr gerne nennen, Erfahrung bieten. Also über einfach ein PDF-Replika des gleichen Printtitels hinausgehen. Durch multimediale Einbindung, durch die Tiefe der Inhalte und natürlich auch, und das ist durchaus nicht bei allen so bisher gewesen, durch Performance und Stabilität, sodass halt die Nutzung auch wirklich eine angenehme ist. Last not least, der vierte Punkt, der aus unserer Sicht heute noch viel zu wenig ausgeschöpft wird, ist die Nutzung von Social Media Funktionalitäten und von Social Media Einbindung, um eben die Nachfrage zu beschleunigen, um einen Domino-Effekt zu haben, dass einer halt begeistert davon liest, wie toll jetzt die neue Applikation von XY ist. Wir wollen das jetzt nachfolgend jeweils kurz mit einer Seite vertiefen und dann abschließend Ihnen unsere Umsatzmarktprognose zu E-Publishing vorstellen. Wahrscheinlich kennen Sie es alle, wenn Sie in iTunes reingehen, können Sie sich immer die Top 200 Publikationen anschauen lassen, und zwar nach Downloads, aber auch nach Umsatz. Wenn Sie mehr digitale Magazine und Zeitschriften, Zeitungen finden wollen, dann gehen Sie am besten auf Umsatzstärkste, aber selbst wenn Sie das machen, dann finden Sie nur 10% der digitalen Magazine und Zeitungen, oder nur 10% der 200 sind digitale Magazine und Zeitschriften. Wenn ich jetzt sage nur, dann ist das relativ. Es ist relativ im Sinne von alle anderen, außer diesen 20, finde ich eigentlich nur, wenn ich wirklich direkt mit Suchwortanfrage den Titel suche. Es ist aber gar nicht so wenig, wenn ich es mit den USA vergleiche, wo noch deutlich weniger in diese Top 200 schaffen. Also insofern eigentlich ein Teilerfolg aus deutscher Perspektive, aber trotzdem natürlich ein Problem für alle Titel, die nicht zu diesen 20 Titeln kommen, gehören, die unter die Top 200 kommen. Jetzt gibt es natürlich viele Kiosklösungen, die das eigentlich vereinfachen wollen. Es gibt auch ganz neu den Apple Newsstand, der auch in den USA von den Publishern deutlich willkommener aufgegriffen wurde. Mag auch daran liegen, dass es dort weniger unter den Top 200 gibt. Aber die ganzen Kiosk- oder verlagseigenen Kioskbemühungen, die haben zumindest bis heute auch noch zu groß gegriffen. Es hat leider nicht geklappt, eine verlagsübergreifende Koalition zu bauen, um halt wirklich über einen Shop, über einen Kiosk mit dem Kunden zu kommunizieren. Und aus einer Kundenperspektive ist natürlich nicht so wirklich leicht, irgendwie zu sagen, okay, welcher Titel gehört zu welchem Verlag, zu welchem Kiosk muss ich dann gehen, um den Titel zu finden, wenn er nicht unter den Top 200 ist. Hier gibt es sicherlich irgendwie einige Anzeichen auf Hoffnung, dass das besser wird. Das ist aus unserer Sicht eben auch eine Grundvoraussetzung, damit Konsumenten ein größerer Anteil diese Magazine findet, bezahlt und liest. Zum Punkt Preisgestaltung.
Da haben wir auch relativ viele Befragungen und Marktforschung und Preisoptimierung gemacht. Und es hat sich dabei herausgestellt, dass man über ein intelligentes Pricing, und zwar intelligentes Pricing von auch digital relativ zu Print, man eine Auflagensteigerung von Gesamt, also von Print plus digital von bis zu 14% hinkriegen kann. Also das heißt, ich gewinne auch Lese zurück, die ich mal verloren habe. Unter der Prämisse natürlich, jeder könnte, also jeder hätte so ein iPad oder einen anderen Tablet. Und dass man sehr gut auch über Preismechanismen eben die Nachfrage anregen kann. Aber auch grundsätzlich natürlich immer versuchen muss, die Printausgaben nicht zu kannibalisieren. Gute Nachricht ist aus unserer Sicht, dass hier sehr viel von den Verlagen ausprobiert wird, sehr viel experimentiert wird mit verschiedenen Preispunkten, verschiedenen Preismodellen und dass die grundsätzlich überwiegend auch in die richtige Richtung gehen. Insofern, wenn wir uns die Preislandschaft, und wir haben hier ein paar Beispiele zu Preis, Preisstrukturen und Verkaufsprozess dargestellt, sodass wir da eigentlich die Zeichen für digitale Zeitschriften und Zeitungen in Deutschland auf Wachstum gestellt sehen, ganz eindeutig. Kommen wir jetzt zu dieser Leistung, also der Qualität von Apps. Auch hier eine sehr gute Nachricht. Was wir hier dargestellt haben, sind die Ratings der verschiedenen, also der Top 5 digitalen Zeitungen, beziehungsweise Spiegel ist auch noch dabei als Zeitschrift, wie die bewertet wurden vor einem Jahr, also September 2010, in dem Apple vorgegebenen Ranking von 1 bis 5. 1 ist grottenschlecht, 5 ist wirklich toll. Und Sie sehen eben den hellblauen Balken ist 2010, der gelbe Balken ist 2011. Erste gute Nachricht ist, alle haben sich verbessert. Chapeau, und hingegen die früher noch irgendwie bis 3 nur angrenzten, was ja mittelmäßig ist, sind jetzt mittlerweile wirklich einige schon auf 3,54, was unter der Berücksichtigung, dass die Konsumenten dafür zahlen müssen, was nämlich einer der Hebel ist, warum man das nicht unbedingt dann mit einer 5 bewertet, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung ist. Das heißt, alle haben sich irgendwie im Schnitt um 32% verbessert in dem letzten Jahr. Haupttreiber hierfür war besseres Layout, intuitivere Navigation, Multimedia-Einbindung und mit dem dann halt wirklich ein besseres Print-Plus-Erlebnis auch mit einer vernünftigen Performance angeboten wurde. Also hier ebenfalls sehen wir Zeichen auf Wachstum. Vierter und letzter dieser Treiber, auf die wir kurz eingehen wollten, ist Social Media und Empfehlungen. Man kann natürlich im iTunes Store, wenn man auf die App geht, das auch direkt irgendwie jemand anders weiterempfehlen. Aber aus den Apps heraus gibt es relativ wenig Anbindung. Das hat auch teilweise Designgründe, dass man ganz bewusst einen Anfang und ein Ende und eben keine Verlinkung nach draußen haben wollte etc. Aber summa summarum, wenn ich mir halt als Gegenbeispiel auch vom Geschäftsmodell natürlich ein Gegenbeispiel Flipboard anschaue, die ja im Wesentlichen, indem ich mir die Inhalte aus Online-Inhalten zusammenstelle, das also per se natürlich auch eine offene Plattform ist, kriegt man halt dort über eben die Integration von Empfehlungen, von Social-Media-Funktionen unserer Schätzung nach 3 bis 4 Millionen Artikel, die halt über Empfehlungen wirklich reinkommen. Also das heißt, jemand hat etwas gelesen und empfiehlt es jemand weiter. Ist natürlich eine wunderbare Maschine für virales Marketing, die aus unserer Sicht auch deutlich stärker und in der breiteren Masse aufgegriffen werden sollte. Wenn wir jetzt also, und auch da denken wir, dass es grundsätzlich in die Richtung geht, fassen wir also zusammen, wir hatten auf der einen Seite ein sehr positiver als erwartetes Tablet-Wachstum. Und wir sehen, dass die vier wichtigsten Nachfragestellschrauben alle auf Wachstum stehen. Wie ist also unsere Prognose? Unsere Prognose unter Berücksichtigung dieser ganzen Treiber und das letztendlich ein treiberbasiertes Modell, trianguliert mit Zahlen, die wir kennen natürlich, gehen wir davon aus, dass, wenn es auch noch heute recht klein ist mit 160 Millionen in 2011, dass es deutlich wächst auf ein Milliardengeschäft bis 2015 und ungefähr der größere Teil von Verkauf kommt, aber dann noch ein durchaus signifikanter Anteil von Werbung. Das heißt also ein durchschnittliches Wachstum von über 100% von natürlich zugegebenerweise einer kleinen Basis.
So viel also erstmal einleitend. Ich hoffe, damit habe ich Ihre Spannung auf die Panel-Diskussion weiter erhöht. Und hiermit gebe ich ab an den Herrn Siebenhaar. Ja, herzlichen Dank, Herr Burger, für die spannende Einführung. Die ist ja gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr ermutigt, wenn man also Kurven sieht, die praktisch linear einsteigen. Ja, Herr Hausmann, die zentrale Frage, die sich ja hinter dem Referat und auch hinter der Veranstaltung verbirgt, ist ja die Frage, ist die Digital Publishing tatsächlich der Retter der Printbranche in den nächsten Jahren? Kann das gelingen? Yeah, I think so. So, you know, the U.S. experience, which I can speak to directly, I'd say it's a mixed experience. I think magazines to date have had, you know, a similar experience to what's being described in Germany, where it's more about the potential than actual sales so far. And I think part of that is many of the U.S. magazines companies were very tentative in terms of being very careful on how the app looks. Very, very experimental rather than a big push on day one. And on the other category, let's say, and speaking for News Corp, I think we have three examples which are interesting, and they're all different from each other. But one is the Wall Street Journal, which I hope people are familiar with, but it's the largest newspaper in the United States with a business orientation. Second is the New York Post, which is a New York local newspaper. It's a top 10 newspaper in the United States, a circulation of about 600,000. And then the third is a new daily publication, which actually is called The Daily. So all three of those, I would say, has been very aggressive. We have been very aggressive with all three of those in terms of tablet publishing and had very encouraging results in doing so. The Journal was an original app on the first iPad. And you know, has been downloaded in the hundreds of thousands, and we see a very nice conversion in terms of incremental subscribers. That's a traditional, you know, that's a different product. That's a very traditional page-turning kind of newspaper-like experience, if you will. New York Post, we never had a digital product before. The Wall Street Journal, we had 1 million paying digital subscribers before the iPad came out. New York Post, very different. We had zero. But even the New York Post, so there we took more chances. It's more of a There's some more interesting kinds of magazine-like features there with photo galleries and interesting features. And there again, having really a very, very strong download and conversion. You know, we're seeing people, and maybe the potential, you know, per this presentation, the potential is not yet realized with some of the paying for it, but we're certainly seeing more people paying on iPad than they're paying on, you know, percentage-wise than on digital. And then the third one is the Daily, and we just disclosed some numbers. That's also been downloaded over 100,000 times, and we have over 80,000 paying customers. The price point on that is about $40 a year. It's pretty low, right, in comparison with Europe? It's the average magazine price in the U.S. is $10 or $12, you know, and the average newspaper is more like $200 or $300, so it's kind of a hybrid in between. And I think you could argue, you know, either way. But again, a different kind, there we kind of stretch our muscles a little bit and say, let's try to reinvent and do something a little bit new that's only for the app, really oriented towards under 30 users. And there again, we've had, I think, encouraging first, you know, we're all thinking how the next few years play out, but it's been an encouraging first couple of years for us. Thanks a lot. Herr Bauriedel, Sie sind zu Hause seit vielen Jahren, ich erwähnte es bereits, in den USA, kennen dort den Markt durch viele Kundenkontakte, Sie kennen den Markt hier. Was sind die Amerikaner sozusagen auf dem Weg zum digitalen Publishing ein Stück weit früher dran? Machen die etwas besser wie hierzulande oder ist es sozusagen ja, das gleiche Problem und auch die gleichen Lösungsansätze? Also ich will mal sagen, die Probleme sind sehr ähnlich, sowohl wenn man sich den europäischen Markt anschaut und den dann mit dem amerikanischen vergleicht. Lösungsansätze sind teilweise unterschiedlich. Die Amerikaner haben früh begonnen, gemeinsam zu versuchen, diesen Markt zu bestellen, haben dann aber doch ihr Glück in den mehr individuellen Vorsätzen oder Projekten gefunden. Haben dann dort auch sehr auf Experimente gesetzt, haben dort versucht, zumindest am Anfang des Jahres 1 des iPads, ihre wichtigsten Titel auf den Markt zu bringen, oft mit sehr erheblichen finanziellen Einsätzen.
sind aber jetzt ganz klar dabei, ihre Breite der Palette auf die Tabletts zu bringen und das mit ganz starker Fokus auf interner Strukturierung, Konsolidierung als auch Effizienz, diese Inhalte Medienagnostik auf den Markt zu bringen. Wir hatten es ja schon thematisiert, spielt da der geringe Verkaufspreis der Apps auch eine zentrale Rolle, dass vielleicht die Schwellenangst nicht ganz so stark ist. Wir sahen ja in dem Vortrag von Herrn Burger sozusagen, der Spiegel elektronisch oder tatsächlich gedruckt ist ja nahezu der gleiche Preis. Also hierzulande sind ja die Preise im Vergleich zum US-Markt ja sehr hoch. Die spielen mit Sicherheit eine Rolle. Ich will mal ein Beispiel rausnehmen. Das ist das Time Magazine von Time Inc. Und die haben am Anfang, als sie ihr Magazin auf den Markt gebracht hatten, wir haben gerade die Noten gesehen, meistens eine Note 1 oder 2 bekommen. Hauptsächlich wegen dem Preis eben hat der Inhalt gefallen, aber die Preise haben den Kunden nicht gefallen. Durch die Drosselung des Preises sind ihnen auch die Noten deutlich nach oben gegangen. Ja, herzlichen Dank, Herr Konjovic. Im vergangenen Jahr kam das iPad sozusagen in die Läden hierzulande und es hat nicht lange gedauert. Da ist auch Axel Springer um die Ecke gebogen mit digitalen Ausgaben, mit Apps von Welt und Bild. Wie jetzt sozusagen im Jahr 2, wie sieht Ihre Bilanz aus? Haben sich die Hoffnungen erfüllt oder haben Sie sich sozusagen auch ein Stück weit mehr Wachstumsdynamik noch vorgestellt? Also wir sind ja nicht erst mit dem Verkauf statt des iPads in Deutschland aufs iPad gegangen, sondern ganz bewusst mit dem Verkauf statt in den USA und haben in Deutschland die ersten zwei iPads-Apps ausgerollt, die Welt HD, die Ausgabe der Welt und unseren iKiosk, um genau das übrigens schon zu tun, was Herr Burger auch gerade so ein bisschen angedeutet hat. Wir haben von vornherein gesagt, wir sehen auf diesem ganzen Tablet-Markt zwei verschiedene Usergruppen, Zielgruppen. Die einen, die wollen eigentlich zunächst mal eine begrenzte Zeit noch ihre gewohnte Printpublikation weiterhaben, aber halt nicht mehr gedruckt, sondern als PDF. Für die haben wir gesagt, haben wir den iKiosk, denn da brauchst du eine Storefront, über die ich das gebündelt abverkaufe. Und die zweite Produktschiene, auf die wir ganz stark gleichgesetzt haben, waren die angepassten, optimierten nativen Apps fürs iPad. Da ist die Welt HD eine solche, die Bild HD, die Autobild etc. So, und unser Resümee ist keine Ernüchterung. Ich würde aber auch nicht sagen, dass wir in der endgültigen Zufriedenheit angekommen sind. Positiv bewerten wir absolut, dass eine Zahlbereitschaft vorhanden ist auf Tablets. Wir nehmen sehr stark wahr, dass die Zahlbereitschaft steigt, auch mit dem weiteren Erscheinen neuer Tablet-Generationen und mit der immer stärker werdenden Marktpenetration. Diese Notenverbesserung, die auch gerade von Herrn Burger vorgestellt wurde, die würden wir zum Beispiel jetzt nicht ausschließlich auf unsere Produkte beziehen. Es ist erfreulich, dass die Kunden die auch besser finden, tun sie auch. Aber zu einem großen Teil sind die Kunden auch jetzt eher bereit, einen höheren Preis zu akzeptieren. Und deswegen bewerten sie weniger schlecht, wenn ein Preisschild auf einer App existiert. So, also wir bewerten absolut positiv die Zahlbereitschaft. Wir bewerten auch, wir haben die Zahlen ja veröffentlicht Ende Juli, Anfang August, wir bewerten unsere ersten Zwischenergebnisse. In Toto haben wir 135.000 tägliche Kunden, die ein digitales Produkt bezahlen, entweder App oder aber ein PDF-Download oder eine iPhone-App. Und das bewerten wir als Zwischenergebnis für diesen sehr jungen Markt mit einer sehr niedrigen Endgerätepenetration auch absolut positiv. Und bestätigt uns in der Maxime, dass es richtig war, im Bereich der Mobilität, im Bereich der Apps von Anfang an ein Preisschild drauf zu kleben und diese Zweigleisigkeit Print-PDF-Replika und native App zu fahren. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, Zwischenbewertung, was nicht so gut gefällt, wir würden uns natürlich wünschen, wenn die Endgerätepenetration schneller wachsen würde in Deutschland, wenn also, ich sage es ganz offen, von wem wir enttäuscht sind. Wir sind enttäuscht vom ganzen Android-Hardware-Herstellerlager. Es wäre schön zu sehen, wenn technisch gleichwertige Endgeräte zu Apple-Tablets zu günstigeren Preispunkten schneller in den Markt kämen. Da ist aber die Industrie gefragt und nicht wir als Verleger. Und das Zweite, was uns enttäuscht, ist vielleicht ein Branchenthema. Die Zahlbereitschaft im Bereich der Apps,
Das ist ein historisches Momentum, das gerade vorhanden ist. Die kann aber auch ganz schnell wieder vorbei sein. Nämlich in dem Moment, in dem wir als Content-Anbieter uns entscheiden, zu viel kostenfreie Apps wieder anzubieten. Und da fehlt mir in Deutschland so ein bisschen eine übergreifende, ich will jetzt nicht sagen Allianz, aber übergreifendes Verständnis, dass es jetzt besser ist, den Paid-Weg zu gehen, als von vornherein auf bloße Reichweite zu setzen. Herr Hengel, welchen Weg geht Gruner und Jahr? Geht es einen ausschließlichen Weg über Paid oder geht es einen ausschließlichen Weg über Reichweite? Oder es kommt je nachdem, wie die Brand positioniert ist? Ich würde sagen, der Bauriedel hat das eigentlich sehr gut beschrieben. Also diese Evolution der Amerikaner, die sehen wir eigentlich genauso. Also ich würde mal sagen, vom Versuch der großen Marktlösung über teure Trial-and-Error-Versuche, wo wir alle viel gelernt haben, und jetzt zunehmend hin zu eher dem Versuch, das so effizient zu organisieren, dass wir in hohen Volumina gute Produkte in den Markt bringen. Da sind wir heute nicht, aber ich würde sagen, wir gehen eigentlich den gleichen Weg auf Basis der Erfahrung, die Amerikaner auch gemacht haben. Wir stellen fest, dass es relativ schwierig, also oder sagen wir mal so, wir glauben an den Markt, deswegen tun wir uns nicht schwer, diesen Weg zu gehen und investieren auch sehr stark da rein. Aber wir merken, dass es natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung ist, weil wir unsere gesamten Organisationsformen, Workflows, Technologie komplett umstellen müssen. Wir haben heute 60, 70 Apps europaweit draußen. Das ist natürlich wahnsinnig wenig, wenn man bedenkt, sozusagen wie niedrig die Subscriber-Zahlen sind. Damit sind diese Kompensationsraten, die Herr Burger vorgestellt hat, natürlich am Ende nicht zu erreichen. Das heißt, es ist noch ein langer Weg und wir sind in Deutschland nicht gewohnt, uns so zu organisieren, dass wir digitale Produkte schnell in hohen Volumen an den Markt bringen können. Das ist die größte Herausforderung. Ob das dann am Ende Advertising, wie der Mix zwischen Advertising und Paid aussehen wird, werden wir sehen. Der war jetzt hier, wenn ich mich richtig erinnere, am Ende knapp 50-50. Ist das ein realistischer Mix? Das weiß ich nicht. Ich glaube, sagen wir mal, strategisch gesehen wäre es für uns schöner, wenn der Paid-Anteil höher wäre. Da bin ich ganz bei dem, was Herr Konjovic gesagt hat. Das ist auch ein Marktthema und ein Pricing-Thema. Aber wenn es in der Größenordnung bei dem Mix bliebe, würde es bedeuten, dass wir alle unsere strukturellen Verluste im Publishing-Geschäft in Deutschland überkompensieren. Und dann wären alle, glaube ich, sehr, sehr happy. Herr Hengel, die Ausgangsfrage war ja, kann digitales Publizieren tatsächlich die Printbranche in Anführungszeichen retten? Glauben Sie da mittelfristig dran oder wird da immer noch ein Gap bleiben, eine Lücke zwischen den rückläufigen Auflagenzahlen Ihrer Zeitschriften und den steigenden Einnahmen aus dem digitalen Geschäft? Wenn man den Zahlen glauben darf, dann ist es die Rettung. Wir haben auch versucht, es gibt ja auch andere Beratungsunternehmen, die versucht haben, ähnliche Prognosen zu machen. Wir haben uns auch versucht, damit intensiv zu beschäftigen. Wir sehen es sehr, sehr positiv, aber vielleicht einen Ticken weniger aggressiv als gerade vorgestellt. Danach würde ja der Markt in Summe wachsen, über alles, als Magazinmarkt. Ich würde sagen, wir glauben eher, dass er im besten Falle nicht schrumpft, was aber auch eine Rettung wäre. Weil wenn er nicht schrumpft, dann ist der digitale Publishing-Markt enorm groß in Deutschland, weil die Schrumpfung ist ja 2-3% strukturell nachhaltig. Und insofern, und daran glauben wir in der Tat, daran glauben wir und deswegen bauen wir auch sukzessive, ähnlich wie die amerikanischen Kollegen, unser Verlagshaus so um, dass wir nicht mehr siloartig Marke für Marke digitale Produkte produzieren, sondern dass wir das medienneutral übers ganze Haus machen. Und das ist eine große Herausforderung. Was heißt das in der Praxis, medienneutral übers ganze Haus? Das heißt, dass wir in einem Labor versuchen oder in einem Labor, einen Trial-and-Error-Ansatz, den wir House of Content nennen, versuchen, alle Inhalte, die wir haben, so zu archivieren und so bearbeitbar machen, dass sie auf jedem mobilen Endgerät in sehr schneller Zeit, in hohen Volumina, mit hoher Flexibilität zur Verfügung stehen können. Das ist für uns noch ein weiter Weg. Das ist eine Entwicklung, die dauert 2-3 Jahre. In dem Zeitraum sehen wir das in etwa. Und das korreliert, glaube ich, auch ganz gut mit der Wachstumsentwicklung, die wir am Markt gerade gesehen haben.
Herr Konjovic, wenn man Ihre Welt-HND-App sich anguckt, dann ist es ja sozusagen ja, ein Stück weit ein Auszug aus dem Blatt. Das ist keine Art neuer Journalismus, sondern nur sozusagen das Vorhandene angereichert mit einigen Features. Frage, braucht tatsächlich digitales Publizieren auch einen anderen publizistischen Ansatz, einen anderen journalistischen Ansatz? Muss der Journalismus nochmal neu erfunden werden? Ich bin ja ein großer Freund vom Denken in Produkten und Fakt ist, wir brauchen für jeden Ausgabekanal ein angepasstes Produkt. So eins, das der Kunde am Ende so attraktiv findet, dass er es nicht nur liest und konsumiert, sondern auch dafür bereit ist zu bezahlen. Und wir haben deswegen uns entschieden von vornherein, wir werden nirgends eine 1:1 Transformation oder Migration eines existenten Produktes hinein in einen neuen Kanal vornehmen, mit Ausnahme der PDFs, die aber einen ganz bestimmten Kundenanteil nur adressieren. Und bei allen anderen Themen überlegen wir uns jedes Mal, wer ist, könnte eine potenzielle Zielgruppe sein, wie könnte eine Leser-Experience aussehen, was für ein Produkt müssen wir jetzt zur Verfügung stellen. Der Journalismus auf digitalen Ausgabegeräten ist natürlich ein anderer am Ende als auf in gedruckten, allein schon aufgrund der Multimedialität. Also jemand, das Storytelling wird nun mal mit Videos, Audio, Interaktivität, Social Media etc. angereichert werden müssen. Das ist aber jetzt nicht etwas, was erst stattfindet mit Tablets und Smartphones, sondern das hatten wir im Web ja auch schon. Und unterscheidet sich auch bei uns ganz stark je nach der Marke, über die wir sprechen. Also wenn Sie die Welt-HD und die Bild-HD beispielsweise oder die Autobild-HD noch dazu nehmen und vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass das drei völlig unterschiedliche Produktkonzepte sind auf dem Tablet und für jeweils eine ganz andere Gruppe von Kunden ansprechen. Also Sie haben in der Welt-HD, haben Sie recht, genau, die hat die... Aber eigentlich haben Sie nicht recht, sie hat eigentlich alle Artikel der gedruckten, nicht nur eine Auswahl, aber aktualisiert sich über den Tag hinweg. 2-3 Mal nach Nachrichtenlage auch notfalls 10 Mal, wird also fortentwickelt. Bei der Bild-HD haben wir eine andere Policy, da sagen wir, wir nehmen eine Ausgabe und publizieren diese nur einmal am Tag, reichern sie aber massiv an mit Tablet Experience, also hier schütteln, da rubbeln und da gibt es ein Video etc. Und adressiert komplett andere Usergruppen, aber ist spezifisch für dieses Endgerät produziert. Herr Hausmann, in Europa wird ja sehr aufmerksam das Experiment The Daily beobachtet. Die letzten Zahlen, die man hörte aus Publikationen in den USA, war, dass Daily lediglich 120.000 Leser pro Woche erreicht. Hat Daily bislang die Erwartungen erfüllt und welcher Schritt sozusagen für die Branche wurde mit Daily gemacht? The Daily is an interesting case. I think it's by far in the United States the largest tablet subscription product there is. So you say there's nothing, you know, the largest magazines with millions of they haven't reached what the Daily has. So I think you have to say, in some ways, it's a success. And at the same time, we have aspiration that it will grow to much much larger than it is today. We're spending a lot of time thinking about how you do it. All the issues that we all have in terms of, you know, how you merchandise and how you price and how you bundle and how you integrate social features, these are all things that we're trying to be, you know, take chances on and experiment. We don't have one thing we're lucky in the Daily, we don't have a newsprint business to cannibalize. No one's canceling a print subscription to subscribe to the Daily. So that's an advantage. On the other hand, you can't bundle it with an existing product as well. It is targeted. You know, we set about saying, in its genesis, we looked at some of these numbers and say nobody under 25 is ever going to open one of our newspapers ever. So what's a product for that market? And that's kind of how we got to the Daily. And I think it's, you know, so I think it's doing reasonably well for its first 6 months really of life. You know, to get close to 100,000 is pretty good. We have to do better. We have to, you know, and at the end of the day, by the way, the Daily is a rounding error for us in terms of revenue. We really have to take the lessons of the Daily and apply it to the billion-dollar franchises that we have. That's what's going to make the difference for our company. But the Daily is a very useful, you know, it's been a successful launch and a very useful tool to learn lessons on how you merchandise and price, how you work with Apple in a different way. We're working with them a different way with the Daily than we are with the Journal, a different way than we are with other products in TV and print. So it's been a good start, I think.
Herr Bauriedl, aus Ihrer Erfahrung als Berater, würden Sie Verlagen empfehlen, sozusagen jetzt im Fall von der News Corp sozusagen eine Marke aus dem Boden zu stampfen oder ausschließlich auf die vorhandenen Marken zu setzen, wie es ja hierzulande meist üblich ist? Also ich bin da ganz mit dem Herrn Hausemann. Ich denke, der Erfolg der Daily sollte nicht nur an den Umsatzzahlen, also auch an den Zahlen der Abonnenten gesehen werden, sondern einfach auch an der Erfahrungsgewinnung, die man eben durch das Experimentieren bekommt und dann eben und diese Erfahrung dann eben auf andere Titel, Marken, Produkte des Unternehmens anwenden kann. Also wenn ich mir mal die amerikanische Verlagslandschaft genauer ansehe, dann stelle ich fest, dass diejenigen Verlagshäuser, die am meisten experimentiert haben, diejenigen auch sind, die am weitesten dahingehend fortgeschritten sind, diese medienunabhängige, wie sie der Henkel vorhin angesprochen hat, diese medienunabhängige, medienagnostische Publizierung anbelangt, was die Effizienz anbelangt, was die Erreichung von zusätzlichen Abonnementen anbelangt, dass die am weitesten sind. Und insofern hilft diese Experimentierfreudigkeit auf dem Weg der Digitalisierung ungemein. Herr Kondjovic, Springer war ja auch experimentierfreudig. Es gibt Iconist, ein Magazin, das ausschließlich als App erhältlich ist, um auch neue Dinge auszuprobieren. Wenn man sich die letzten Zahlen im Sommer anguckt, dann muss man ja feststellen, dass Ihr Experiment zumindest beim Publikum auf nicht ganz so große Resonanz gestoßen ist. Was bringt Iconist dem Axel Springer Verlag und wie sehen Sie das Experiment? Also die Zahl, die wir veröffentlicht hatten Ende Juli, war, wenn ich mich nicht irre, 742 tägliche oder Ausgabenkäufer beim Iconist. Sie haben recht, das ist in absoluten Zahlen mit Sicherheit nicht vergleichbar mit den Zahlen, die The Daily meldet und auch nicht mit denen, die wir ja selber melden bei Bild, Welt, Autobild etc. Warum haben wir sie trotzdem veröffentlicht, könnte man ja auch fragen. Steht man damit nicht ein, dass es ein Misserfolg war? Die Frage ist immer, was hatte man für ein Ziel? Und unser Ziel mit dem Iconist war nie zu sagen, wir wollen jetzt hier eine unglaubliche, umsatzstarke App in den Store stellen, die alles andere in den Schatten stellen wird. Das war nie unser Ziel, sondern unser Ziel war, das Experiment Iconist auf dem Tablet zu verlängern mal zu sehen, wie ein von der Kostenseite sehr günstig produziertes Produkt, muss man nochmal, das ist vielleicht auch nochmal so die andere Seite der Medaille, ja, diese 742 Abonnenten oder Kunden, die wir pro Ausgabe haben, führen dazu, dass das schon sich rechnet, der Iconist. Also der hat wirklich eine sehr niedrige so Kostenbasis. Also die Herstellung des Iconist, die ist nicht wirklich sehr teuer. Aber für uns hat es einen enormen Zugewinn an Ideen und Know-how gebracht einfach. Ein junges Team, das das Mandat bekommen hat, macht mal, völlig ohne die Gefahr, eine Brand zu beschädigen. Also ein solches Experiment würde man sicher nicht durchführen mit einer großen Brand, die gegebenenfalls in Gefahr steht, einen Schaden davon zu tragen, vielleicht sogar fürs Bestandsgeschäft. Aber ein solches Experiment bringt Ihnen unglaublich viel Know-how-Gewinn, das wir jetzt weiterverwerten können bei anderen Apps. Das ist etwas, was wir auch noch nicht zu 100% perfekt hergestellt haben, aber doch schon sehr verbessert haben, ist bei uns das markenübergreifende Zusammenarbeiten der Redaktions- und Produktionsteams und auch der Vermarktung sowieso bei der Konzeption von Apps. Und so fließen jetzt eben Erfahrungen, User-Feedbacks vom Iconist ganz selbstverständlich ein in der Weiterentwicklung einer Bild-HD, einer Welt-HD und nicht alles muss sich sofort rechnen, sozusagen in absoluten Zahlen. Anderes Motiv, das wir übrigens auch noch hatten mit dieser Veröffentlichung, und das hat damit auch was zu tun, was Herr Bauriedl gesagt hat, ist, wir wollten schon auch anderen kleineren Verlagen Mut machen, in dieses App-Thema zu investieren und dran zu denken und nicht aufzugeben. Weil was wir wahrgenommen haben, ist, dass als das iPad in Deutschland ankam, sehr viele sehr schnell etwas gemacht haben auf dem Tablet. Aber dann auch wieder irgendwie recht schnell gesagt haben, das ist nichts, das wächst nicht schnell genug. Und da wollten wir auch ein Zeichen setzen und deutlich machen,
nicht alles, was im ersten 6 Monaten oder 8 Monaten dramatisch schnell wächst, ist schlecht, sondern ich kann unglaublich viel rausziehen an Know-how zu gewinnen und vielleicht auch negativ Know-how zu gewinnen aus Experimentierphasen. Und wenn ein Axel Springer schon auch einen Titel mit 742 oder 26 Kunden veröffentlicht, dann ist das vielleicht auch nochmal ein Mutmacher für kleinere, regionale, spezialisierte Fachverlage, hier am Ball zu bleiben und seinen Teams Mandate zu erteilen, überlegt euch Produkte für Tablets, ja, der Markt wird kommen, wir geben nicht zu früh auf. Und vielleicht noch einen Zusatzkommentar. Ja, bitte. Einige der amerikanischen Verleger nutzen jetzt auch das Tablet, um Titelideen auszutesten. Zu sagen, also ich weiß jetzt von 3 neuen Magazinen, die in den USA gestartet werden, auf dem Tablet zuerst. Cosmopolitan for Men zum Beispiel ist eins von Hearst, wo man sagt, man traut sich jetzt noch nicht gleich, das in den Druck zu senden. Also als offener Feldversuch. Wir versuchen es einfach als Feldversuch, ja, und sehen, wie weit es sich durchsetzt, und dann können wir es als komplette Print- und Digitallösung anbieten. Aber es ist hier wieder eine Experimentierebene, ja, hier, da hat sich erschlossen, um neue Ideen noch umsetzen zu können. Das eine ist der Labor, die Herstellung oder das Experimentieren mit Inhalten, das andere ist das Verkaufen. Herr Henkel, die deutschen Verlage sind ja alle sehr individuelle Wege gegangen. Wir hatten im Referat von Herrn Burger gehört, sozusagen eine Verbesserung der Kiosklösungen ist ein Punkt, um tatsächlich digitales Publizieren zum Erfolg zu führen. Glauben Sie daran, dass die deutschen Verlage mit der Kiosklösung tatsächlich so einen Strang ziehen, dass da sozusagen eine gemeinsame Unternehmung geben könnte? Oder fahren Sie sozusagen Ihre eigene Linie mit Bubbles, Axel Springer mit iKiosk und die Deutsche Telekom mit PagePlace? Also das Thema haben wir letztes Jahr auf den Medientagen sehr heiß diskutiert, weil es da gerade sehr akut war. Und wir waren, glaube ich, mit ja die Ersten, die auch versucht haben, ähnlich wie die Amerikaner, auch hier wieder total Analogie, eine Marktlösung zu versuchen. Ich will jetzt gar nicht auf die Gründe eingehen, warum es nicht geklappt hat, aber es ist auch nicht total überraschend, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, welche Plattform sich am Ende daraus herausfiltert, wird man sehen. Natürlich fänden wir es schön, wenn Pubbles mit dabei ist, unabhängig davon, was jetzt mit Pubbles passiert. Aber das ist am Ende nicht der allerentscheidendste Punkt für das Gelingen des Marktmodells und für die Kompensation unseres Kerngeschäfts, um das es ja im Kern geht. Sondern das ist das, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Das sind die Inhalte selber. Die müssen gut genug sein, die müssen in hohem Volumina da sein, die müssen den richtigen Preis haben. Sie müssen auch vor allem eine hohe Qualität haben. Das ist aus unserer Sicht ein sehr interessanter Zusatz, also nicht neuer, aber wichtiger Zusatzaspekt, weil wir sind ja auch ein Unternehmen, das sich sehr stark über starke Marken und starke Inhalte verkauft und positioniert und auch eine besondere Position in den einzelnen Segmenten hat, mindestens in den meisten europäischen Ländern. Und wir glauben schon, dass die spezifische Qualität beim Kunden, beim Leser eine neue Bedeutung bekommen wird. Weil nur so ein Power-Ratio-Game wie im Advertising-Verkauf heute wird es nicht geben, auch wenn der Werbeanteil hoch ist, weil es wird eine andere Interaktivität geben. Mhm. Und auch allein durch den hohen Paid-Anteil bekommt die Qualität eine neue Bedeutung. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr, sehr große Chance. Und die Journalisten freuen sich eigentlich darüber, weil auch der einzelne journalistische Content im besten Falle wieder mehr an Wert gewinnt. Herr Kordiowitsch, Sie fahren ja bei Axel Springer eine eigene Kiosklösung namens iKiosk. Sie hatten im Sommer angekündigt, diesen iKiosk zu öffnen, auch für andere Verlage. Bisher ist es sozusagen noch ein proprietärer Kiosk. Gehört hat man nichts mehr. Wird das noch geschehen? Wie sieht es da aus? Also es wird geschehen, und zwar seit Montag laufen die finalen Tests des neuen iKiosk, und im Laufe der nächsten Woche wird es zu Apple hochgeladen und ab dann sind wir in Apples Händen. Wann die Freigabe erfolgt, also ich gehe davon aus, dass in den nächsten 2-3 Wochen spätestens die App dann im Markt da ist, und wir werden den komplett neu gestalteten iKiosk, der zum Beispiel auch entbranded ist, also kein Axel Springer iKiosk mehr ist, sondern eine neutrale neue Marke ist, der wird aktueller Stand, es ändert sich gerade jeden zweiten Tag, also es kommt neue dazu. Aktuell sind wir bei 105 Objekten, die wir darüber verkaufen werden.
Zur Erinnerung, wir selber haben knapp über 30, das heißt 70 sind schon mal nicht von Springer. Können Sie sagen, von welchen Verlagen die kommen, bei welchen Verlagen Sie Partnerschaften nun geschlossen haben? Also wir haben mit allen vereinbart, dass wir sie nicht vorher disclosen. Wir wollten, es ist auch ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, weil, wie ich gerade gesagt habe, alle zwei Tage wird gerade ein neuer Vertrag geschlossen oder die neue Zusage trifft ein. Deswegen, wenn ich die heute erwähne, dann ist vielleicht ein wichtiger nicht dabei, der dann aber nächste Woche kommt. Also man sieht es dann einfach, wenn man den iKios startet, die neue Version in 2-3 Wochen. Aber es sind namhafte deutsche Verlage dabei. Ich halte nämlich das, was Herr Burger, ich habe die ganze Zeit eingeschaut, der sitzt ja da, was Herr Burger vorher gesagt hat, nämlich für absolut richtig, dass der Kunde draußen braucht Orientierung und muss eine Anlaufstelle haben auf seinem Weg, sich ein bestimmtes Produkt zu kaufen. So, und in der Offline-Welt hat er diesen Anlaufpunkt, nämlich jeder Bahnhofskiosk und jeder Schreibwarenhändler, der auch Zeitschriften verkauft, hat grundsätzlich mal fast alles im Angebot. Er muss also nicht wissen, wo erscheint denn jetzt die Geo und wo erscheint denn jetzt der Spiegel und wo erscheint denn jetzt die Bild oder der Rolling Stone. Wer weiß, dass der Rolling Stone bei Axel Springer erscheint. Und diese Situation haben wir heute nicht. Die ist auch tatsächlich aus unserer Sicht sehr erfolgskritisch und erfolgsverhindernd, dass es nicht geklappt hat. Und wir übrigens sind nicht der zwingenden Meinung, es muss einen Kiosk geben, der dann alles hat. Es geht auch das andere Extrem. Es muss viele Kioske haben, die alles geben, die alles haben. Also das Analogbeispiel aus der Printwelt ist ja, es ist ja nicht so, dass es einen Kiosk pro Stadt gibt, der alles verkauft, sondern mehrere. Der zentrale Punkt ist alles haben. Bitte? Der zentrale Punkt ist alles haben und daran ist es natürlich gescheitert. Genau. Weil auch, also niemand hätte was dagegen, wenn es 10 gute Kioske gegeben hätte. Also das ist klar. Nur die müssen halt alles, genau, alles haben und wir selber sind ja selber nicht exklusiv eingestellt nur auf unseren iKiosk. Wir haben immer gesagt, wenn die Konditionen stimmen, geben wir unsere Produkte in alle anderen Kioske. Der simpelste Weg ist immer einfach die Konditionen zu übernehmen. Also bei uns zahlt man die gleichen Konditionen, wie wir sie beim Partnerkiosk zahlen. Dann soll der Kunde entscheiden, wo er kauft. Unsere Strategie jetzt bei diesem Kiosk ist, jetzt gibt es den Neustart des iKiosk in diesen 2-3 Wochen, komplett neue Storefront. Wir verkaufen erstmal weiter nur PDFs. Perspektivisch wird es nicht dabei bleiben, sondern wir wollen im iKiosk natürlich auch Apps verkaufen. Für Android. Bis wann wird denn das der Fall sein? Naja, also da muss ich sagen, das klingt erstmal so toll, wenn ich das jetzt sage, aber es ist nicht so leicht, das zu machen. Also auf der Android-Welt können wir quasi übermorgen starten und App-Zugänge verkaufen. Auf der Apple-Welt ist es nicht ganz so easy, aufgrund der Apple-Vorgaben. Wir dürfen ja nicht innerhalb einer Apple-App einen App-Zugang verkaufen an iTunes vorbei. Deswegen, da müssen wir uns eine bessere Story überlegen, wie wir Kunden ohne direkten Link aus der App, weil die ist ja auch verboten, auf die Website iKiosk.de ziehen, dort einen App-Zugang verkaufen ohne Apple Share und dann in die App zurückbringen. Das ist noch nicht so easy. Aber das wird im Laufe des ersten Halbjahres nächsten Jahres stattfinden, dass wir das erweitern, auch um App-Zugänge. On the long, ich meine, es wird so sein, dass sich 1-2 Kioske durchsetzen werden. Ich glaube nicht, dass Platz ist für 10 oder 15, selbst bei 5, glaube ich, wird es schon knapp werden. Ob der iKiosk einer davon ist, das weiß heute keiner. Für uns ist der iKiosk ein Experiment. Der iKiosk ist eine sehr schlanke Idee, die opportunistisch geboren wurde, als das Tablet kam, wurde sehr günstig produziert. Auch der neue iKiosk hat keine Millionen Invests gekostet, nicht mal eine 6-stellige Summe. Und insofern für uns ist das wirklich eine spannende Experimentierphase. Und wenn das eine der führenden Plattformen wird, finde ich, ist eine gute Nachricht für die gesamte Verlagsbranche. Es ist ein von Verlegern gesteuerter Kiosk und nicht ein von externen Playern gesteuerter Kiosk, aber ob das so passiert. Herr Bauriedl, wie sieht die Situation in den USA aus? Gibt es da sozusagen auch von jedem großen Haus, Hearst etc. einen eigenen iKiosk oder zieht man da an einen Strang? Wie stellt sich die Situation dar? Es ist auch wieder eine Evolution, die da passiert ist. Also am Anfang hat man eben gerade durch dieses Thema Next Issue Media versucht, einen gemeinsamen Kiosk aufzubauen. Das Thema ist immer noch relevant, obwohl die einzelnen Verlagshäuser mittlerweile nicht mehr... Aber das bewegt sich in Diskussions... Ja, es bewegt sich in der Produktionsebene. Ja. Also es sind da bestimmte Ziele vorgegeben, obwohl die einzelnen Verleger jetzt nicht mehr alle Äpfel in den Korb legen. Aber man hat sich dann eben auch mit den anderen bestehenden oder sich entwickelnden Kiosken zusammengetan, so zum Beispiel natürlich mit Apple, jetzt auch mit dem Amazon natürlich, Marketplace-Marktplatz, der jetzt auch speziell für die Zeitschriften rauskommt.
Dann mit anderen Anbietern, wie zum Beispiel Sinio, die sich hauptsächlich auch mit PDF-Themen auseinandersetzen, die überraschenderweise doch ganz gut laufen. Also man hat sich davon verabschiedet, jetzt selbst große Marktplätze zu schaffen. Man hat also am Anfang versucht, das gemeinsam zu tun. Und auch da wird, stimme ich zu, vielleicht 2, 3, 4 Marktplätze am Anfang, am Ende die bestimmenden sein. Wer das jetzt genau sein wird, außerhalb den Großen wie Apple und Amazon, das wird die Zeit ergeben. Herr Hausmann, das eine ist sozusagen die Vermarktung, der Kiosk, die Märkte. Das andere ist sozusagen nochmal der Kunde und sein Verhalten. Aus Ihrer Erfahrung jetzt beim Journal und bei Daily und anderen Objekten, New York Post, wie nachhaltig sind diese Abonnements? Bleiben die Kunden tatsächlich bei der Stange, wenn sie mal ein Abonnement abgeschlossen haben? Oder ist die Fluktuation relativ groß? Und Frage B, wie haben Sie Erkenntnisse, wie ist die Altersstruktur Ihrer Abonnenten im Bereich Digital Publishing? Sind die tatsächlich so viel jünger und so viel einkommensstarker wie der Rest der Leserschaft? So, first of all, just a comment on the kiosk, and you know, we think, you know, there's a lot of power. We found in different channels that there's a lot of power in aggregation. So we founded Hulu, for example, and obviously in the video, and that became a very powerful aggregator. You know, much more so, for example, even if you add up the individual sites of the networks that make up Hulu, which we joined Next Issue Media, which is this magazine conglomerate. Cooperation in the United States, even though we're not a magazine publisher, really, because we want to encourage. We think that having this kind of framework with a place where you can promote, like you do in a physical world, where you see lots of magazines and lots of newspapers, is a very powerful idea. We built some other technology, which we called Alicia, which also was around the same. You know, I think there's going to be some very interesting. You know, within that, there's a lot of room because you don't know what the right combination of yet of in terms of when you say customer behavior. Are people going to be more interested? Maybe people are more interested in buying a bunch of sports stuff or fashion stuff, and it doesn't matter whether it's a magazine or a TV show or something. And yeah, I mean, there's different kinds of ways, I think, to kiosk things together, actually. But generally, we think there's a lot of power there in trying to build. And in terms of understanding our audience, so it's different for everything. You know, the Daily really was our full partnership with Apple, and saying we're going to rely on Apple, and see how that goes. It's going okay. There's, you know, we're getting some of the information. We're not getting all of the information. We're not getting all of the information about from the people we are getting. What kind of information? The basic is name and email. And then we do follow-ups, though, to try to test demographics. Not age or social status? Not automatically, no. Okay. But with the Journal, that's a much more, and there we have an argument with a difference of opinion, let's say, as I'm sure many of the people here on this table do, because that's a business where traditionally we know everything about the consumer, where they buy, where they read it, what their, you know, the income and age and other things. And you know, the Journal is the only newspaper in the United States where the circulation is up and not down over the last few years. And I would argue it's because we're trying to... The print circulation is up. Because we're trying to be smart about how we package it all together and price it together. And we think if we lose part of that with Apple, it, not only is it a loss just for the tablet reader, it's a loss for the whole ecosystem of how we build out the Journal as a business. So anyway, it's something that we take very seriously. We're not there yet, you know. Apple's not there yet, but we're trying to do the best we can and different approach with different products. Kleine Nachfrage noch: In Europa verstanden wir ja Murdoch als ein Vorreiter für Paid Content. Auf der anderen Seite hat die News Corp natürlich auch zahlreiche Seiten, die sie kostenlos anbietet, zum Beispiel in UK The Sun, aber auch hier startet im Januar das Wall Street Journal auf deutscher Sprache umsonst. Gibt es eine kohärente Strategie, paid or non-paid im Konzern, oder ist es eine Fall-zu-Fall-Entscheidung? Rupert Murdoch, I think, is very clear, you know, internally in the company and externally, he would like,
in his idea, in an ideal world, he thinks everything should be paid. You know, he's made a number of speeches, and I've heard him in private. You know, he's very passionate about it. But how everybody gets there, I think there has to be flexibility for every product for how you get there. But you can see even in, here in Europe. I mean, take the Times. It was a very drastic change. Really, to make it completely free to completely paid on digital was a very drastic change. Likewise with the New York Post. There was never a paid digital product until a few months ago, and now it's one of the top sellers on Apple. So we're trying, and I don't think it's going to be 100% for every product in every country, but that's the aspiration. That's the aspiration. Herzlichen Dank. Die Namen sind ja schon gefallen, Herr Henkel. Amazon, Apple, sind die großen amerikanischen Player, sind das die Freunde der Verlage, sind das die Gegner, sind das Freunde und Gegner? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Also, das sind weder Freunde noch Gegner, ich würde sagen im besten Fall Partner, aber diese... Sind es tatsächlich Partner? Ja, natürlich. Also wir haben ja Partnerschaften. Und es gibt natürlich immer, das ist halt auch die marktpolitische Frage und die Marktgestaltungsfrage, es gibt natürlich Punkte, da haben die Verlage sich ja jetzt auch ausdrücklich geäußert in Deutschland in vielen Versionen, über die man streiten kann, ja, also insbesondere was den Kundenzugang angeht, was die Content-Hoheit und Werbehoheit angeht und so weiter. Ich glaube, der Preis und die Provision ist nicht mehr das zentrale Thema. Aber wir sind eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass sich das austarieren wird, denn am Ende brauchen sich beide gegenseitig und ich bin auch zuversichtlich, dass es nicht bei einer monopolistischen Struktur bleiben wird. Von daher, auch wenn Android sich jetzt nicht so stark entwickelt hat, wie wir es vielleicht viele gehofft hätten, aber nichtsdestotrotz, von daher ist der Weg nach vorne eigentlich einer, der voll auf Kooperation gezeichnet ist aus meiner Sicht. Also Gegnerschaft könnte ich nicht sagen, nee. Wie sieht es bei Axel Springer aus, Herr Konjovic? Ist das sozusagen auch eine Art Partnerschaft, konstruktive Partnerschaft, oder fürchtet man auch ein Stück weit das Oligopol aus den USA? Also wir haben ein rotes Tuch, bei dem wir, egal wer uns gegenüber sitzt, und das schließt dann Apple ein, durchaus unfreundlich werden und deutlich werden, und zum Glück alle deutschen Verlage, das ist das Thema inhaltliche Hoheit. Da hatten wir Diskussionen mit Apple. Ich erinnere nur an die Bild-App mit dem Seite 1-Girl. Die sind aber vorbei. Insofern, ich würde jetzt auch, also ich hoffe, sie kommen auch nicht wieder, aber es gibt aktuell keine Indizien, dass sie wiederkommen. Das war also ein Beispiel dafür, dass man durchaus auch auf der Apple-Seite dazugelernt hat und akzeptiert hat, dass ein Markt Deutschland, / UK, / Italien etc. anders tickt als die USA. Insofern, ich würde das komplett unterstreichen. Ich würde uns auch nicht als Freunde bezeichnen, aber ich meine, im Geschäftsleben, wen würde man wirklich als Freund bezeichnen? Insofern, ich würde uns erstmal sehen als wirklich konstruktive Partner. Und man muss es ja ehrlich sagen, wir profitieren ja auch von diesem Partner. Wir würden hier in diesem Panel jetzt nicht zusammensitzen und über erste positive Erfahrungen reden, wenn es denn nicht den iTunes Marketplace jemals gegeben hätte. Also abseits der 30%-Diskussion, 30% von etwas ist immer noch besser als 10% von null. Und wir hatten vorher immer 0 Euro Umsatzmarktplätze. Es gab ja schon viele Versuche, digital Content zu verkaufen und keiner hat funktioniert. Und iTunes ist der erste Versuch, oder der erste, Quatsch, nicht Versuch, sondern das erste, wo es funktioniert. Insofern, wir begegnen Apple da absolut positiv, wir begegnen Google mit Android auch positiv, sehen, dass es dort nicht so ganz gut klappt, das Thema Monetarisieren, also scheint Apple hier schon was geschaffen zu haben, was some kind of unique ist am Ende. Apple wird uns, und da bin ich auch wieder d'accord mit dem Kollegen, glaube ich, enger einbeziehen in Zukunft. Ich finde, Newsstand ist ein gutes Beispiel. Ich finde, Newsstand ist ein gutes Beispiel dafür. Newsstand ist der aggregierte Kiosk für Zeitungs- und Zeitschriften-Apps auf iPhone und iPad. Wurde uns vorgestellt vor einigen Monaten von Apple und wir haben ihn sehr begrüßt. Wir haben gesagt, es ist toll, dass ihr einen Akzent setzt auf das Thema Zeitschrift und Zeitungen. Hilft uns allen ja nur, wenn es nochmal einen extra Storefront gibt. Und wir haben gesagt,
Wir glauben aber, bei einigen Themen müsst ihr nachjustieren, sonst klappt das in Deutschland nicht. Und wir können nicht mitmachen und wir denken auch nicht, dass der Kunde das so toll findet oder dass andere Verlage es so gut finden. Jetzt ist der Newsstand in Deutschland gestartet und Sie selber haben es ja angesprochen, es ist nicht so wie in den USA, wo alle Verlage drin sind und nur wenige Außenseiter nicht dabei sind, sondern im Gegenteil, es sind 4 Publikationen drin im Newsstand Deutsche. Wir haben eine bereitgestellt, um Erfahrungen zu sammeln mit der Computerbildspiele, aber von den großen Namen ist keiner im Newsstand. Und das ist etwas, glaube ich, wo doch sehr deutlich auch bei Apple registriert wird, man sollte in Europa doch sich nochmal mit den jahrelang etablierten Content-Providern enger abstimmen und auf die hören, was man vielleicht verändern müsste. Wir haben hier eine andere Situation. Die umsatzstärksten Apps auf dem iPad sind journalistische mitunter. Wir haben es ja vorhin auch gehört. Ja. Die Bild, die Welt, der Spiegel, die Zeit, die FAZ, der iKiosk, Autobild etc. Da sind Titel, Verlagstitel oben drin, in den USA weniger. Also wird man auf uns mehr hören müssen. Herr Bauriedl, beobachten Sie sozusagen ein differenziertes Vorgehen von Apple, aber auch anderen Playern wie Amazon in den verschiedenen Regionen in Europa, Lateinamerika, USA, oder wird da immer noch über einen Kamm geschert? Also ich denke, es ist schon angekommen, sowohl bei Apple und auch früher schon bei Amazon. Das ist also durchaus verschiedene Regionen auf dieser Welt gibt, die nicht alle Amerika heißen. Insofern, ja, denke ich, es gibt 2 Strömungen, die dieses monopolistische, von manchen als monopolistisches Auftreten geheißene Apple-Vorgehen bezeichnen. Zum einen eben diese regionalen Unterschiede, gerade wenn man sich eben bestimmten Märkten nähert und sieht, dass eben die Inhalte doch nicht so schnell kommen, wie es auf dem amerikanischen Heimatmarkt passiert ist. Und zum anderen eben auch der gute Wettbewerb. Ich war letzten Dienstag in Cupertino bei Apple und da ist es ganz klar erkennbar, dass Apple Amazon da als Marktwettbewerber sehr ernst nimmt. Auch gerade deswegen, weil die sich mit einem ganz anderen Businessmodell in dem Markt aufstellen. Und insofern erwarte ich da auch ganz klar, dass also dieser Wettbewerb einige dieser Bedingungen, die Apple im Moment an die Inhaltsbereiter stellt, sich aufweichen werden. So wie ja im Moment bereits die Amazon-Konditionen weicher und vorteilhafter sind für den Publizenten, als es im Moment von Apple kommt. Also Android, denke ich, wird ja auch noch auf dem Feld ein drittes Ökosystem bereitstellen und dann natürlich sind die verlagsspezifischen, wie es das iKiosk, dann zusätzlich im Mix. Insofern denke ich, sowohl die regionalen Unterschiede als auch der Wettbewerb wird da ein weniger hartes Vorgehen in Zukunft, denke ich, bereitstellen. Ja, herzlichen Dank, Herr Hausmann. Was hat sich verändert durch den Markteintritt von Amazon Fire? Wir hatten ja gesehen, vor wenigen Wochen, als Jeff Bezos, der Amazon-Chef, das neue Tablet vorgestellt hat, Deutschland mittlerweile auch ein Lesegerät, seit vergangener Woche bei der Frankfurter Buchmesse. Wird Amazon zum zentralen Player oder ist Amazon bereits der zentrale Player? Wird das den Markt nochmal verändern? Und wie können davon die Verlage profitieren? So, we think Amazon is a very interesting and powerful player in this market, and and specifically relevant, I think, to this group because, their new product, which I think is a great product. I don't know what it's going to be sold in. Is it going to be sold in Germany this year? It'll be out in the United States in about a month. It's very fast. But it's a media device. It's cheap. You can browse on it. You can do other things on it. You can sort of check your email on it. But really, it's for buying and experiencing media. So it's a direct, channel to market and sell our products in a way that, iPad is only, is different. And Amazon, it's a version of Android that's very, that makes, it's cohesive. It's going to be a very powerful player. Their initial orientation certainly is books, but they're now doing magazines and newspapers. I even think they'll get around to video. So,
As I look at the landscape, they're the player that really I think can breathe down Apple's necks a little bit. And no, you know, Apple's not the enemy. Or, you know, I think all these changes are happening to us, regardless of whether Apple or somebody else is. It's just going to be a competitive market out there, and the part of the difficult conversations on the Apple side is that they have been such a dominant. You know, there really has been no other tablet market other than Apple to speak of, and so we're very happy. You know, we have a good relationship with Apple, but also very happy that that Amazon I think is going to be there, and there'll be other players as well. But I think it's going to be a very interesting addition to the market. We take it very seriously. Thanks a lot. Herr Bauriedl, nochmal zurück zum amerikanischen Markt. Es gibt ja ein Phänomen in den USA, und das heißt Huffington Post, erworben mittlerweile von AOL ist es. Glauben Sie, dass das Modell Huffington Post, also eine reine Online-Zeitung, ja eigentlich auch ein Musterbeispiel des digitalen Publizieren, der digitalen Publikation, dass so ein Medium auch in Europa eine Chance hat, im deutschen Markt, das einfach aus dem Nichts kommt, das von unten kommt, unabhängig sozusagen von den großen, mächtigen Konzernen und ihren Laboratorien und der vielfältigen Strategien, die in Vorstandsetagen kommen und gehen? Sehr interessantes Konzept, die Huffington Post, die ja wahrlich von unten gekommen ist, also aus ganz kleinen Kernen heraus, und hat sich dann eben ihre Followership im Laufe der Zeit erworben. AOL durch die Übernahme der Huffington Post hat ja nicht nur Amerika als Ziel gehabt, sondern hat jetzt auch konkrete Pläne, eben regional viel breiträumiger aufzutreten, Europa ganz klar im Ziel, als auch Asien. Dort allerdings nicht von unten herauf, sondern zu sagen, hier schon ein fertiges Konzept, lass es uns so exportieren. Ich weiß nicht, inwieweit das so einfach sein wird, weil es jetzt eben corporate getrieben ist, die einzelnen Inhalte eigener für das Thema zu interessieren. Auf der anderen Seite gibt es ja auch andere Beispiele. Herr Hausmann hat vorhin das Thema Alicia genannt. Auch das war ja ein Versuch dieses Mashups, verschiedene Content-Quellen für den Benutzer zu erschließen. Also ich denke, das Thema ist nach wie vor am Leben und hat auch gute Chancen, in Europa Fuß zu fassen. Herzlichen Dank, Herr Hengel. Wenn man sich sozusagen die Landschaft der digitalen Publikationen anguckt, gibt es da aus der Perspektive von Gründer und ja so eine Art Back Practice, ein Vorbild eines Online-Magazins, eine Orientierung international, oder sind Sie selbstbewusst genug und sagen, nee, wir probieren sozusagen im eigenen Laboratorium und wir sehen am Markt, was funktioniert und was nicht funktioniert? Die Produkte werden ja bei uns immer noch von den Chefredakteuren verantwortet, aber soweit ich die richtig lese und deren Äußerungen richtig verstehe, würde ich sagen, es gibt eigentlich dieses Beispiel nicht. Mhm. Im Gegenteil, also das war auch einer der Gründe, warum wir das Labor ins Leben gerufen haben, um neue Produkte zu initiieren. Das ist im Übrigen, also auch jetzt in der Diskussion, finde ich interessant und auffällig, dass man natürlich sehr, sehr gerne sehr, sehr viel über den Markt und die Endgeräte und die Marktstrukturen spricht. Das sind alles Dinge, die wir nur sehr bedingt beeinflussen können und über die wir gerne reden, weil wir uns wünschen, dass sie alle uns gewogen seien. Die Inhalte können wir beeinflussen und die Werbevermarktung. So ist es. Die Inhalte können wir in erster Linie beeinflussen und deswegen versuchen wir auch genau an der Stelle die meiste Arbeit reinzusetzen. Und es gibt diese Best Practices, würde ich sagen, nicht. Natürlich haben wir alle uns die Condé Nast Beispiele angeschaut und die vielen schönen Glitzer-Dinge. Aber wir haben auch gelernt zum Beispiel, dass es auf dem Kindle ganz tolle journalistische Inhalte zu lesen gibt, die eine hohe Nachfrage finden, die weniger multimediale Features haben. Man hat gelernt, dass der Text und das Bild alleine sehr viel mehr in den Vordergrund kommt. Das alte Layout mit Linien links, rechts, quer und noch einen halben Zentimeter nach oben und nach unten als wichtiger Gestaltungstreiber vielleicht ein bisschen weniger wichtig wird. Wir denken ja auch darüber nach, über Depaketierung von einzelnen Elementen innerhalb von Marken, die wir haben, die vielleicht ganz interessant und powerful sein können. Also das ist ein weites Feld, das Best Practice gibt es nicht. Ich glaube, das wird es auch noch lange nicht geben. Das mobile Feld ist so weit und breit und das ist ja auch gerade die Chance, an die wir glauben. Also es wird die Produktvielfalt wird sich ja signifikant erhöhen gegenüber dem, was wir heute sehen. Also glauben wir zumindest. Also von daher hoffen wir, dass es noch eine Weile kein Best Practice Beispiel gibt.
noch ein Wort zurück zur Vermarktung, zur Werbung sozusagen als Rohöl der Medienindustrie. Es wurde in den vergangenen Monaten ja sehr viel diskutiert über die digitale Reichweite, also die Verknüpfung von analoger und digitaler Werbung. Ist das mittlerweile draußen angekommen im Markt? Ist das tatsächlich sozusagen, wird das akzeptiert, die Nutzer, die Kunden, die Leser aus der analogen und der digitalen Welt gemeinsam zu vermarkten? Bei wem akzeptiert? Beim Werbekunden, bei den Markenartikeln. Das wird nicht gemeinsam vermarktet, faktisch. Also das ist natürlich ein wichtiges Thema und da muss man auch drüber nachdenken, was digitale Reichweite ist, weil stationär und mobil ist da nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich meine, die stationäre Welt hat ihre eigene Reichweitenwährung und die ist etabliert und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Sie spielen wahrscheinlich auf die mobile digitale Reichweitenwährung an. Das wird sich entwickeln. Auch hier würde ich sagen, je mehr paid ist, umso besser erstmal. Um den Markt überhaupt zu etablieren. Aber da wird es eine Art von Währung geben. Das wird eine Weile dauern und wir verkaufen im Moment nicht wirklich Werbung in der mobilen digitalen Welt. Deswegen ist es wirklich schwer zu beantworten. Herr Konjovic, Ihr Chef Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer, hat ja ebenfalls sich sehr klar und deutlich zum Thema digitale Reichweite geäußert. Wie sieht aus Ihrer Perspektive die Realität aus in diesem Lande, im Werbemarkt? Naja, also wir erzielen auf allen, auf drei Kanälen erzielen wir bereits respektable und sehr gute Umsätze, Print, traditionell online und auch mobil online. Noch sehr in den Kinderschuhen steckt natürlich das ganze Thema Vermarktung von Apps. Das kommt sehr stark dann auf die Kundengruppe an, also bestimmte Sektoren, Automotive zum Beispiel, sind da schon sehr, sehr weit und sind auch bereit, hier signifikante Budgets bereitzustellen für App-Marketing, vor allem auf Tablet, weil dort jetzt gesehen wird die Parallelität zu Print, dass das Nutzungsverhalten am Tablet eher eins ist wie in der Printwelt oder sogar noch ein intensiveres. Aber insgesamt, es gibt natürlich schon noch Hürden, ja, und Herr Henkel hat sie ja gerade auch benannt, wir haben jetzt keine einheitliche Währung dafür. Also wir haben im Print die IVW-Auflage, wir haben traditionell, also stationär Web haben wir die IVW, Mobilweb haben wir schon keine wirkliche neutrale Ausweisung. Apps, wir können nur kommunizieren, was Apple uns über iTunes Connect als Report gibt. Das ist kein vergleichbares, neutrales, sozusagen objektives Reporting, das Cross-Channel irgendwie verwendet werden könnte. Sehe ich aber jetzt auch ehrlich gesagt keine Veränderung in Kurzfrist, weil hier natürlich auch in den Verbänden sehr intensive Diskussionen darüber stattfinden. Das sind ja die alten Fragen. Wenn ich alles irgendwie jetzt in eine gemeinsame Ausweisung stecke, mache ich es nicht weicher, die harte Print-Ausweisung. Und das sind natürlich Diskussionen, die nicht von Dienstag auf Donnerstag zu klären sind, sondern da werden wir noch länger zusammensitzen. Ja, sehr herzlichen Dank. Wir müssen mit der Zeit sehr diszipliniert umgehen, denn Herr Hausmann muss Richtung Flughafen hechten, pünktlich um 15.30 Uhr. Vielleicht zum Abschluss eine spekulative Frage, weil die macht am meisten Spaß, sozusagen ein bisschen in die Zukunft zu gucken und darüber nachzudenken, was passieren wird. Herr Bauriedl, 2021, wir sitzen wieder zusammen. Wie sieht es mit dem digitalen Publizieren aus? Wo stehen die Unternehmen? Was wird aus Print? Also vielleicht sitzen wir in 2021 alle voreinander mit einem iPad und sitzen gar nicht mehr physikal und haben dann diese gleiche Diskussion. Das kann durchaus sein. Print wird es natürlich nach wie vor geben, keine Frage. Das wird also ein langes, paralleles Dasein der verschiedenen Medien. Ich nehme aber an, dass also sich vor allem natürlich erstmal die Tablet-Penetration in der Bevölkerung sich wesentlich weiter vorangebracht hat. Dass also jetzt, so wie wir es jetzt bei den Büchern schon sehen, es ganz normal ist, sich mit Inhalten eben über das Tablet zu beschäftigen und viel weniger das Print-Thema im Vordergrund steht. Des Weiteren dadurch natürlich auch sehe ich, dass sich gerade auch die Werbung
was ja gerade in Amerika auch sehr wichtig ist, die Werbung sich also dann viel dezidierter mit dem einzelnen Kunden auch befasst und dann eben sich da die Möglichkeit auch erschafft, speziellere und zielgenauere Werbungen auf den einzelnen Kunden in den Markt bringt. Und zum Dritten, denke ich, ist es so, dass wir also eine viel breitere Auswahl an Titeln haben, die eben nur über dieses digitale mobile Medium verbreitet werden und nicht mehr auf das Printmedium angewiesen sein werden, um sich selber zu finanzieren. Herzlichen Dank, Herr Konjovic. Also viele Iconists aus dem Hause Springer, die es dann eben nur in digitaler Form gibt und nicht mehr gedruckt. Wie ist aus Ihrer Perspektive, wo stehen wir mit dem digitalen Publizieren im Jahr 2021? Ja, 2021, erstmal werden wir immer noch über Gebührenerhöhungen reden in der Elefantenrunde. Das wird sich ändern. Das ist aber ein Albtraum. Das ist aber sehr bedrückende Perspektive. Nein, also wo werden wir stehen? Also ich bin, Axel Springer wird 2021 immer noch Zeitungen und Zeitschriften drucken in Papier und an die Kioske und an Kunden bringen. Wir werden weiterentwickelten Printmarkt erleben bis 2021. Er wird nicht so bleiben wie heute mit Sicherheit. Es wird völlig selbstverständlich sein, dass unsere digitalen Kunden zu Multi-Device-Kunden geworden sind. Es ist nicht ein Rechner zu Hause connected und das war's, sondern man hat 3, 4, 5 connected Devices pro Haushalt, vielleicht sogar noch mehr. Also TV, Smartphone, Tablet, was noch alles da kommen mag. Und wir werden uns darüber wundern, dass wir 10 Jahre zuvor dachten, Facebook überlebt. Ja, sehr herzlichen Dank. Herr Henkel, wie sieht Ihre Perspektive aus in 10 Jahren? Es sind schon viele schöne Sachen gesagt. Also ich bin sehr nah bei Herrn Bauriedl. Ich glaube also auch sehr stark an die langfristig parallele Existenz. Print wird es noch sehr lange sehr, sehr gut gehen. Es wird sich ausdifferenzieren. Und die Parallelität wird es den Verlagshäusern erlauben, viele, viele neue Kundengruppen mit sehr spezifischen Produkten im digitalen Bereich anzusprechen. Wir werden eine Vielzahl von noch ungeahnten, interessanten Produkten kennen, die uns vielleicht teilweise an Marken erinnern, die wir heute sehen, aber ganz anders daherkommen und in Summe dazu führen, dass es den Verlagen genauso gut geht wie heute. Alle sind sehr optimistisch, Herr Hausmann. Jahr 2021, wo ist die News Corp, wo steht das digitale Verlagsgeschäft? Yeah, I'm optimistic too. I think, you know, I think there'll be a big ecosystem of lots of really fantastic products that are available on many screens. I just see a blending of all of them. So, you know, what's defined as a magazine today, I think will be very, very different in 5-10 years. Be less of a difference between, I think, a TV show, frankly, and a magazine and a newspaper. And I think some of our products won't be there, you know, and I think there'll be a lot of new, some of them will be very successful and some won't. And there'll be a lot of new products. Will we see only digital products or only digital magazines and things like this? Absolutely, we will. I think it will be if something has happened right, it would be you'll have individuals will have a subscription which will encompass. Again, I think the definition of a magazine is very suspicious to me over the as you get out past 5 years or something. But I might watch my magazine on my mobile phone and then get home and see it on television. It's going to be something. It's going to be like that. And exciting era to build brands in that new. You know, the cement is wet for that environment, and there's still a chance to build some very exciting franchises, I think. Der Konsens ist klar, es wird eine aufregende Medienzukunft geben und das digitale Publizieren wird für traditionelle Medienkonzerne zweifelsohne zur Schlüsselfrage. Dennoch gibt es jede Menge Herausforderungen, über die wir heute ausführlich diskutiert haben, der Vertrieb, die Preisgestaltung, die Markenführung und letzten Endes der Content, die journalistische Aufbereitung, mit der das digitale Publizieren zur Geldader der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage werden soll. Wie der Königsweg genau aussieht, darüber haben wir uns heute Gedanken gemacht, aber so genau weiß das nicht. Das auf jeden Fall scheint das neue Eldorado des digitalen Inhaltegeschäfts nicht ausgeschlossen zu sein, doch es droht die Gefahr des Verzettels. Einst hatte Apple-Gründer Steve Jobs gesagt, Zitat Anfang, das Nein-Sagen zu 1000 Dingen stellt sicher, dass wir nicht auf die falschen Schienen geraten oder zu viel auf einmal versuchen.
In diesem Sinne viel Erfolg bei der Konzentration auf das Wesentliche, auf das Essentielle, auf das Notwendige, auch beim digitalen Publizieren. Herzlichen Dank bei Ihnen hier im Publikum, hier auf dem Panel fürs Mitdiskutieren und noch viel Spaß und Erfolg auf den Medientagen München 2011.